Herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, was ganz, ganz viele Hundehalter beschäftigt, nämlich der entspannte Hund oder besser gesagt Hunde, die aufgeregt sind, die hibbelig sind, die gestresst sind. Was man da machen kann, erfahrt ihr in diesem Video. Ja, es gibt immer mehr Hunde, die aufgeregt sind, die gestresst sind, die in die Leine springen, die hin und her springen, die bellen, die ihre Hundehalter auffordern. Da könnte ich jetzt weitermachen ohne Ende. Dieses Problem hat leider in den letzten Jahren zugenommen. Und es gibt jetzt ganz, ganz viele Sachen, die man da beachten sollte, wenn man an dem Erregungsniveau des Hundes arbeitet. Wir haben uns da jetzt ein Jahr mit beschäftigt, haben da mit ganz, ganz vielen Hunden auch trainiert. Und gerade weil auch immer die Frage gekommen ist, wie korrigiert ihr denn die Hunde? Wie macht man das denn genau? Wie arbeitet man denn mit verschiedenen Hundetypen? Sind wir da im Detail jetzt nochmal drauf eingegangen. Und man kann gar nicht so sagen, es gibt nur die eine Übung. Das Ganze fängt zu Hause an, das fängt bei der Fütterung an, das fängt bei der Impulskontrolle an. Ganz, ganz wichtig, dass der Hund lernt, auf ganz, ganz viele Reize eben nicht zu reagieren, dass er die Bremse lernt, dass er da eine Hemmung lernt. Und das kann man auf verschiedene Arten machen. Man sollte das immer spielerisch machen, mit Erfolg auch. Aber man sollte den Hund auch eben hemmen, man sollte den Hund auch unterbrechen. Das kann man auch körperlich auf eine nette Art und Weise machen. Und da möchte ich euch einfach mal eine Übung, eine Lektion aus unserem neuen Kurs Der entspannte Hund zeigen, weil man da ganz, ganz toll sieht, wie schnell die Hunde darauf reagieren, wenn ich mich nicht hochschaukeln lasse, wenn ich nicht darauf eingehe, wenn ich auf eine soziale Art und Weise den Hund händel, wenn ich da den Hund ein bisschen unterbreche und gleichzeitig aber auch sozial ruhiges und entspanntes Verhalten fördere. Schaut einfach mal rein in die Lektion und wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr auch einen gestressten, hektischen Hund habt, dann schaut euch gerne mal das ganze Trainingsprogramm an, weil das ist wirklich ganz, ganz intensiv und geht genau auf diese Problematik der gestressten Hunde ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen in dieser Übung geht es darum, dass wir unseren Hunden ein sehr, sehr enges soziales Feedback auf ihr Verhalten geben. Wir trainieren damit auch die Impulskontrolle. Es geht darum, dass wir Aufregung mit einer kleinen Korrektur beantworten und dass wir gleichzeitig den Hund aber auch unterstützen, in die Ruhe zu kommen. Man kann das variieren, man kann sich am Anfang auch auf einen Stuhl setzen. Ich nehme jetzt einfach mal den Janta, der liegt hier neben mir, hockt mich hin. Also die Leute, die keine Probleme damit haben zu hocken, kann man da sehr schön mit starten. Ansonsten kann man auch quasi einen Stuhl nehmen, wo man sich drauf setzt. Aber da sollte man immer darauf achten, dass der Hund nicht nach hinten weg kann. So. So, der Janta, der bekommt jetzt einfach mal ein Leckerchen von mir. Ich habe ihn jetzt noch mit der Leine gesichert. Das muss ich aber eigentlich gar nicht machen. Es geht ja, wie gesagt, darum, dass ich ihm ein direktes soziales Feedback gebe. Das bedeutet, so, man sieht schon, er ist halt relativ aufgeregt. Ich würde jetzt einfach mal ihm einen Sitz sagen. So, so. Jetzt nehme ich ihn mir hier und rahme ihn hier so ein bisschen zwischen mir ein. Und jetzt fange ich halt auch an, also hier reinzugreifen, ihn kurz zu korrigieren, ruhig zu halten. Wenn er quasi die ganze Zeit so etwas macht, also er springt an mir hoch, er geht nach vorne, er macht halt alles Mögliche. Und dann bin ich auch etwas angespannt. Jetzt versuche ich mal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Der Janta weiß nämlich gerade noch gar nicht, was hier so passiert. Super. Und jetzt habe ich beide Hände an der Brust des Hundes und streiche hier ganz ruhig nach unten ab. Das kann man ein bisschen variieren. Ich kann dann auch mal mit der linken Hand nach unten gehen oder nur halten oder mit beiden Händen gleichzeitig abstreichen. Gut, machst du das. Guck mal, klasse.
Wichtig bei der Übung ist, dass ich immer beide Hände am Hund lasse. Und jetzt, wo er gerade ruhig ist, kann ich diese Ruhe unterstützen. Ich kann ihn ruhig nach unten abstreichen, lasse aber nie beide Hände los, sondern gehe immer wieder mit einer Hand nach oben. Und wenn er dann sowas macht, dann muss ich auch schnell sein, weil es ist ein schneller Hund. Aber ich beantworte diesen Impuls auch mit einem Impuls. Ich habe jetzt hier auch reingegriffen und auch das lasse ich nicht zu. Ich greife rein. Ich möchte jetzt nicht, dass er sich hinlegt in diesem Moment. Ich möchte einfach mal, dass er hier sitzt und einen Moment in der Ruhe bleibt. Die Hunde unterscheiden sich sehr stark. Es gibt Hunde, die immer anfangen. Genau, die möchten einfach nicht, dass sie an die Pfoten gehen. Dann brauche ich das auch nicht machen. Also da muss ich einfach mal gucken, was habe ich für einen Hund. Einige Hunde mögen das bis hier. Einige Hunde mögen das bis ganz unten, einige Hunde mögen das gar nicht. Wichtig ist, dass der Hund hier ein Stück weit eingerahmt ist und dass ich ihn hier einfach mal ruhig halte in dieser Entspannung. Man hat jetzt auch gerade gesehen, dass ich selber Mühe hatte, den Janta hier ruhig zu bekommen. Er ist gerade am Anfang an mir hochgesprungen, nach oben, nach unten. Da muss ich wirklich reingreifen, aber darum geht es, dass man sich jetzt hier einfach mal durchsetzt, dass man einfach mal sagt, nein, den Scheiß machen wir nicht, ich helfe dir zur Ruhe zu kommen. Und jetzt, wo er das auch einmal annimmt, dass ich das dann natürlich bestätige und dass ich diese Ruhe vor allem mit begleite. Wichtig ist, dass ich vom Timing her auch direkt beim Hund bin, also schnell bin und gut bin. Wenn der Hund jetzt nach vorne springt, greife ich auch kurz rein oder ich titsche den Hund kurz vorne an, so dass ich ihn kontrolliere, also dass ich seinem Impuls auch direkt begegne mit einem Impuls von mir oder mit dem Reingreifen in den Hund. Und in der Sekunde, wo er sich zurücknimmt, bin ich sofort wieder entspannt. Ich halte den Hund nur und ich begleite das Ganze mit Ruhe. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich sollte als Mensch da auch ruhig sein und auch dann ruhig mit dem Hund umgehen. Auch die Berührungen sollten ruhig sein. Wenn ich jetzt hier verkrampft sitze oder wenn ich aufgeregt bin oder auch wenn ich jetzt hier an dem Hund rummache, also ich bin jetzt wirklich ruhig, meine Hände halten ihn nur, da kommt der Janta am besten mit klar, oder ich gehe ganz, ganz, ganz langsam nach unten. Was viele Halter machen, ist jetzt an dem Hund rumwuseln. Die würden jetzt das machen. Sie sagen hier, ja, super, klasse, ne, oder die machen das halt so. Und der Janta hält das jetzt gerade hier noch aus, aber damit bringe ich natürlich nur Aufregung rein, wenn ich das jetzt hier mit diesem Hund mache. Das heißt, hier reicht wirklich das ruhige Halten, da sollte der Fokus drauf liegen. Auch hier gilt wieder, das Ganze erstmal so lange zu üben, bis der Hund wirklich entspannt und ruhig länger bei einem sitzen bleibt. Ich fange erst dann an, zusätzliche Reize mit reinzubringen, wenn der Hund das verstanden hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert es vielleicht einfach mal aus mit euren Hunden. Und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, habt ihr jetzt auch noch die Möglichkeit, euch das ganze Trainingsprogramm Der entspannte Hund mit einem Einführungsrabatt zu sichern. Also schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei. Bis zum nächsten Video.